Jetzt schon, Herr Mietzi, das da ist die Küche. Jetzt. Na, jetzt kriegst du gleich was zum Fressen, du hast sicher schon lang nichts mehr gehabt. Ja, ich hab auch schon lang nichts mehr gehabt. Uah, die Katze auf dem Tisch. Uah, dir graust wohl vor gar nichts. Uah. Du hast doch jetzt vor einer Stunde gefrühstückt, aber bitteschön, meinetwegen. Hackfleisch nach. Nehmen wir einen Leberkäse, kriegst auch einen Leberkäse. Von meinem Stück bekommt die Katze nichts ab, dieses Schmeichelvieh, dass das gleich klar ist. Du, hast du das gehört? Du! Und dass die Katze ja weniger kriegt. Eigentlich ist das Ganze ja mein Stück. So, Katze. Hey, du, das ist mein Stück. Mein Stück, dein Stück, unser Stück. Überhaupt ist das mein Leberkäse. So, und jetzt lasst es euch schmecken. So, Mietzi. Und tust das da auch. Du kriegst jetzt ein Milcherl. Und ich hab vielleicht keinen Durst. Ein Milcherl. Jetzt hab ich kein Milch im Haus. Da hol ich eine. Ich brauch sowieso eine. Ich nehme auch Bier. Ja. Und dann schreibe ich noch einen Zettel und mach ihn an die Hauswand. Sag mal, wäre es nicht viel einfacher, wenn du nicht fortgehen würdest, sondern die Katze? Schon. Dann sparst du dir die ganze Schreibearbeit und alles und soll sie doch dahin gehen, wo sie hergekommen ist. Ja, schon, Pumuckl, aber sie wäre vielleicht eingegangen, nicht? Was? So wie ein Pullover? Nein, die wäre kaputt gegangen. Schau das doch an, wie es ausschaut. Hey. Du, hallo. Ja? Ich hab auch Durst. Ich hätte übrigens auch gerne unbedingt eine Milch. Gepunkel, du hast doch noch nie in deinem Leben eine Milch getrunken. Und mir ist ja auch noch nie eine angeboten worden. Du wärst doch nicht eifersüchtig sein auf die Katze. Ich? Auf eine Katze? Ich kann das Schleichschmeichelviehzeug nur nicht leiden. Die Katzen machen auf den Boden, aber die da, die macht sicher noch auf den Tisch. Halt, Moment! Hm? Du glaubst doch nicht, dass ich mit einer so stinkigen Katze allein in einer einzigen Küche bleibe. Ja, ist auch gescheit, aber wer weiß, was dir alles einfällt. Jetzt machen wir die Tür zu und gehen in die Werkstatt runter.